So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Heute zu einer etwas ungewohnten Zeit, doch der Terminplan hat da jetzt nichts anderes zugelassen. Und ich wollte eben nochmals kurz auf die Situation in den amerikanischen Märkten eingehen. Und heute Morgen, wo ich ja das andere Video gemacht habe, da hat ja der DAX noch nicht wirklich die Xetra-Öffnung gehabt. Und wie man sieht, sind die Märkte heute stärker unter Druck. Und wer gestern das Video um 17 Uhr gesehen hat, habe ich eben auf die besondere Konstellation auf den US-Markt eben hingewiesen. Wer Einzelwerte, wie jetzt hier eine Alphabet, wie gesagt, da waren auch noch nicht die Tageskerzen da, aber ich habe extra hin gesagt, es wäre gut, wenn hier kein Abverkauf schon innerhalb des gestrigen Tages stattfindet, damit eben die Kerzen bzw. hier das Gap eben offen bleibt. Und ja, hier eine Microsoft hat eben auch eine Umkehrkerze dann vollendet im Tageschart und eine Netflix eben davor. Das waren die Schwergewichte in der Nasdaq. Und natürlich hat dann Apple eben die Zahlen gebracht, deswegen auch die Sondersendung. Und ob jetzt diese Kerze hier richtig ist, sei mal dahingestellt. Allerdings wird jetzt hier eine, nachdem Apple eben kurz nachbörslich nach oben ging, wird jetzt eben eine Eröffnung sogar jetzt unter 115 erwartet. Heute Vormittag oder beziehungsweise nachbörslich waren eben rund 115 US-Dollar. Und aktuell stehen wir bei 114,40. Also hier das, ich müsste mal bei einer anderen nachschauen noch, aber ist eigentlich egal. Also das Urteil in der Höhe von dem Gap, ob es jetzt geschlossen ist oder nicht, wie gesagt, das weiß ich nicht hundertprozentig, weil ja Guidance Probleme hatte mit Kerzen in den letzten Tagen, Tageskerzen. Und egal, jedenfalls hat sich das jetzt hier so bewahrheitet, wie eben gestern beschrieben, dass es heute eher zu einem Abverkauf kommen könnte. Wie gesagt, da war auch sehr spekulativ. Der kam aber, wenn man jetzt hier die Indikation vom JFT Broker sieht, vom Nasdaq 100, das war eben hier noch die 23 Uhr, also bis 23 Uhr Kerze, ging es erst nach oben und dann eben, weil dann die Zahlen dann doch nicht so toll waren, ging es eben nach unten. Hier kann ich eben auch kurz eben auf der Parkettbörse das eben kurz zeigen. Hier wird eben der Nasdaq deutlich jetzt tiefer erwartet, sollte nicht bis 15.30 Uhr noch was richtig Besonderes kommen. Heute Morgen habe ich gesagt, muss mindestens unter 4.880 eröffnen und auch dieses Gap soll nicht geschlossen werden. Jetzt werden wir höchstwahrscheinlich unter 4.870 eben eröffnen oder sogar tiefer. Und da kann es hier eben ein schönes Verkaufssignal eben generiert werden. Bedingung natürlich, es bleibt offen hier, das komplette Gap fast. Also mehr sollte es jetzt hier unten eröffnen. Maximal wäre dann für ein bärisches Zeichen wirklich ein Anstieg bis 4.880 eben zulässig. Und dann kann es hier weiter nach unten gehen, wenn man... Ich schalte nochmal die Indikation. Aber wenn man hier sieht, gab es jetzt einen schönen Abpraller jetzt in der Vorbörse am EMA 200. Da zeigt er eben sich eine Reaktion. Weitere Unterstützungen liegen eben 4.850. Und sollte es dann wirklich unter 4.830 gehen auf 4 Stunden Schlusskursbasis, dann wäre das für mich hier schon ein deutliches Warnzeichen. Das war jetzt hier einfach ja, eine Möglichkeit, dass es eben bärisch eröffnet. Die Bullen haben hier definitiv noch Chancen, sowieso, weil ja das Island Gap, was ich aufgezeigt habe, ja überhaupt noch nicht stattgefunden hat, das alles nach oben aufzulösen. Aber im Moment schaut es eben auch für die Bären eben gut aus, dass eben die Marken nach unten brechen könnten. Sonst, wer jetzt die Sendungen noch nicht gesehen hat, Amazon und Alphabet bzw. eben Google bringen eben am Donnerstag noch Zahlen raus. Da kann sich das Bild natürlich wieder schlagartig auch ändern.
Aber bislang hat das jetzt alles so gepasst, wie es gewünscht war. Beim Silber tut sich im Moment nicht viel. Da bleibt die 1755 wichtig. Gold hat sich eigentlich auch nichts getan, deswegen Gold überspringe ich. Was eben ja etwas ja, seltsam vielleicht jetzt nicht, aber hier hätte ich von den Aktien, von den Rohstoffaktien ein bisschen mehr erwartet. Schon gestern auch in Newmont Mining konnte sich leicht erholen, was auch hier im Stream noch vorgestellt worden ist. Das ist jetzt das andere, da liegt die Stop-Buy-Marke eben bei 17,20. Da gab es ja eher sogar noch Verkäufe innerhalb des Tages oder am Tagesende. Bleibt also hier unten gefangen. Eine Barrick Gold kann auch nicht wirklich. Sitzt ja auch zwar in der Wochenchart, aber ich denke, ja, gab es auch wieder Verkäufe. Alles nicht wirklich. Ja, das spricht eigentlich nicht dafür, dass eben Gold und Silber schon tief markiert hat, sondern dass eben dann Gold und Silber nochmal einen schnellen Abverkauf vielleicht, dass wir dort einen schnellen Abverkauf sehen könnten. Noch ein Blick kurz eben auf den DAX. Die Lufthansa, Deutsche Bank und Vonovia wurden letzte Woche ja erfolgreich gehandelt. Dann gibt es hier im DAX, habe ich noch einen schönen Wert im Prinzip gefunden, ist die ProSieben Aktie. Die wurde auch auf dem Cottmore Trader schon vorgestellt auch. Hier fehlt aber noch ein bisschen für den Ausbruch. Schlusskurs lag auch 1 Cent, wenn man da oben schaut. Hier 1 Cent unter der Stop-Buy-Marke. Und heute gab es auch nur einen Test des Vortages hoch. Und aktuell liegt man eben darunter. Aber wenn die Marke bricht, kann sich hier eben bei, im Wochenchart sich das Bild eben hier mit dem bullischen Abprall am EMA 200 sich so ergibt, sind eben hier nochmal ein Rücklauf an den EMA 50. Es ist eben vorstellbar und gut denkbar, wenn diese Marke eben bricht. Sonst eine Panamerica Silber, das war ja genau das, fehlt hier eben der Funke für die Aktivierung. Australische Dollar, kanadische Dollar hat jetzt dann ja fast ja, centgenau, passt punktgenau dieses Ziel dann erreicht. Also dürften Gewinnmitnahmen dürften jetzt nicht hier fehl am Platz sein. Und zum DAX noch, kommt hier oft in eine Unterstützungszone, gab es auch eine leichte ja, bullische Reaktion oder leichten Gegenlauf. Jetzt stehen wir wieder direkt dazwischen. Was ich hier mir vorstellen kann, wäre noch ein Move bis zur Eröffnung, weil dort halt eben auch versucht wird, das Gap zu schließen. Nochmal im Tagesverlauf Anstieg bis 10.700 Punkten rund und dann nochmal ein Rückfall. Sollte jetzt vorbörslich der DAX eben weiter tiefer kommen, dann wäre eben von der Situation von 10.600 Punkten ein Rücklauf an den, an den Rainbow. Oberkante eben denkbar und dann nochmal hier den Test. Alles, was jetzt hier darunter gehen sollte, wäre schon eine, ja, eine Überraschung eigentlich dann ja für die Bullen definitiv. Das war's, danke fürs Zuhören, zu Zuschauen und bis heute Abend.